So, und dann mit geht's weiter? Wieso war da gerade eine Herzhangschote? Es hat in der Idle-Animation damit Moment, ist das so ein Ding? Sekunde. Haben wir unsere eigene verwendet? Der hat gerade in der Idle-Animation, ich habe noch gar nichts gemacht, hat er damit rumgespielt. Und jetzt, als ich mich bewegt habe, hat er das fallen lassen. Das wäre ja mal ein witziges Detail. Ja, wir warten noch mal eine Viertelstunde. Oh, sind die verpickt? Das sieht man. Irgendwie jetzt gerade voll die Löcher im Partyhut. Na gut, ich hätte keinen Bock zu warten, aber vielleicht kommt es ja mal. Nochmal. So, was ist hier los? Es gibt einen neuen Panzer, eine Teetasse. Okay. Die hat irgendwie einen super Delay mit der Anzeige und die hat. Ah, flüssige Starthilfe. Verbraucht sogar zwei Umami. If you notice, but your guards are going nuts out there. Oh, Clontre, little hermit. Our minds are clear as crystal now. Oh, shuck. I once thought my duchy quite beautiful, you know. Worth preserving. But compared to the reefs, it's a shameful, transient thing, destined to wash away. That's why I'm having them tear it down. I thought my beauty worth preserving too. But of course my worthless life will wash away as easily as any other. Almost as easily as yours, little hermit! Okay, ich glaube, die schlucken echt zu viel Müll. Your death will be gorgeous! Es ist saulaut, holy. Sofort sterben, ja, das ist die Option meines Vertrauens. Hat es umgestellt? War das die... Oh, mal alles ein bisschen leiser. Ich meine, es hat... Okay, und das ist jetzt super leise. Also wir können auch gerne gleich sterben. Oh, ich hasse das auch so bei Film und Fernsehen, diese ungleiche Geräuschverteilung. So. Okay. Alles klar, also sie kann ein bisschen kotzen, sie hat einen super langen Angriff. Ich glaube, jetzt bin ich so ein bisschen laut. Sie macht einen Debuff drauf, aber es braucht sau lange, bis der wirkt. Okay, vielleicht doch gar nichts. Hä? Okay, irgendwie, ich verstehe die Fähigkeit von der Tasse nicht. Keine Ahnung. So. Hier hat es keinen Herztank noch zum Sammeln, ne? Haben wir gerade einen Perfect Block? Ich weiß es nicht, ich sehe nichts. Aber wir nehmen irgendwie gerade keinen Schaden. Oh. Da jetzt einen schönen Angriff rein. Und dann ist er erstmal kurz gelähmt, ne? Oh Gott, ich bin voll in der Pampe. Was passiert jetzt? Oh, ich verliere heftig Leben. Oh, ihr seht's gar nicht. Hey, wäre jetzt das Positioning nicht so scheiße gewesen von mir? Okay. Okay, okay, okay. Ja, also ich... Ja, die Taste finde ich jetzt nicht so cool. Aber der Rest schon. So, ich brauche gar keine neue Sequenz. Boah, die macht aber auch echt Pet Damage so mit einem normalen Hit, ne? Die macht einen fast Half-Life. Ich mach mal kurz was für das Projekt. Da ein bisschen weg. So. Das sind die Lebensleiste. Oder mache ich mich hier oben hin? Ich weiß nicht, was wäre ein Klüger. Ich wirke so abgeschnitten, das mag ich nicht. Weiß vielleicht doch runter. Ich meine, ich kann mich auch auf die Seite hinstellen.
Und dann... Oh, ich kann mich nicht umdrehen. Na gut. Dann gucke ich so vom Spiel weg. Mann! Ja, ich mache mir jetzt einfach daneben. Punkt. So, die hat voll Brechreiz. Ich würde ja einen Arzt empfehlen, aber... Muss nicht, ne? Okay, die Limbo-Dose. Oh. Au. Die macht so einen verzögerten... Oh, 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 boy. Okay. Man hat so eine kleine Pause, nachdem man neuen Panzer genommen hat. Hat mich gerade ein bisschen das Leben gekostet. Oh. Mal kurz. Ja, so ein... Greenscreen von der Färbung ist jetzt hier natürlich scheiße an der Stelle. Naja. Wir starten direkt mit den Umami-Angriffen. Wir könnten auch eigentlich noch ein Level abholen, theoretisch, aber das würde nicht so viel bringen. Ja, da hat das Ausweichen nicht so gut funktioniert. Aber ich muss echt mal Perfect Blocks hinkriegen, Mann. Ey, sie kriegt so hart Brechreiz. Ja, das war jetzt ein normaler Block. Oh boy. Okay, ich brauch da. Und. Ah, sie will nochmal kotzen. Und nochmal. So. Okay, aber wir können auch einfach vorbeilaufen, wenn sie den Move macht. Boah, scheiße, wir sind hier richtig blöd eingesperrt. Oh boy. Ja, okay, ich glaube, wir sterben. Ja, ich bin hier richtig mies eingesperrt, Bruder. Ich muss heilen, aber nee. Puh. Also wenn sie in ein Eck geht und sich da einkotzt, das ist ätzend. Ich glaube, dann lasse ich einfach von ihr ab und gehe weiter weg. Naja, das ist natürlich eine kleine Verteidigungsstrategie von ihr. Eine angreifende Verteidigungsstrategie. Ich bin mit dem nicht glücklich. Ihr seht halt mein Leben nicht. Punkt. Vielleicht im nächsten Part dann. Das Schöne ist... Ah, nee, okay, die Blasen... Du musst erst näher ran, sonst verschwinden die Blasen. Alles klar. So, sie geht jetzt schon wieder nah ins Eck, aber das, dann hauen wir einfach ab. Oh, ich dachte, ich könnte hier... Ich weiß nicht, dass mein Blocken ist... Habe ich noch nicht so raus. Also das normale Ausweichen ist cooler, aber... Ja, das war's auch schon. Möchte ich wieder weg werden. Ich brauche meinen Unrat. So, Nummer Runde 5, glaube ich. Wow. Hat schon schlecht begonnen. Okay, wir sind in diesem Zustand des Ekelhaft-Dings. Lass ich ein bisschen abklingen. Lifesteal wäre cool. Okay, ja, die soll ruhig ein bisschen kotzen. Ich heile mal, wir haben zwar noch halbes Leben, aber... Okay, da haut sie ab, alles klar, aber soll sie. Gleich geht unser Panzer kaputt, aber... Aber man kann auch theoretisch blocken und dann wegrennen. Geht theoretisch auch. Ich nehme mal schnell einen neuen Panzer. So.
dass der wieder vollgeladen ist, dann sieht es doch ganz gut aus mit unseren Werten. Sie kotzt, alles klar, sie ist dann wieder ein bisschen zu weit im Eck. Habe ich keinen Bock drauf, also... Jetzt kotzt sie ohne Grund. Oh, also das war ein Ausweichmove hier. Ich glaube, die Runde sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn ich jetzt noch ein bisschen wegkomme und heilen kann. Achso, ich hab ja gerade die Umami-Angriffe voll ignoriert. Aber das lief ganz gut. Königswelle unterwirft die Feinde vor dir mit einem gewaltigen Hieb einer Taschenkrebsklaue, wodurch eine Anpassung? Ach so, das ist gar nicht Skin, das ist nochmal eine Fähigkeit. Na gut. Ach du miefige Makrele, das war vielleicht ein Kampf, Kleiner. Du hast alles beobachtet? Ja, da gib uns unser Haus zurück. Ich hatte gehofft, dass du den Soldaten ins Netz gehst, du Fiesflosse. Das hättest du wohl gerne. Ich habe mich sofort versteckt, als alle durchgedreht sind. Wer überleben will, kämpft nur, wenn es absolut nötig ist. Von mir kannst du noch was lernen, Pimpf. Die Herzogin ist jetzt ja... Du weißt schon. Also gib mir gefälligst meine Muschel zurück. Du brauchst sie jetzt doch nicht mehr, oder? Das alte Ding kann mich kaum daran erinnern, wie ich das in meine Flossen bekommen habe. Ich denke, ich mache sie in der Großstadt zu Geld. Ein bisschen Mikroplastik schadet nie. Du kannst doch nicht machen. Tja, wenn es ums Geschäft geht, ist alles erlaubt, Kleiner. Wenn du das olle Teil wieder haben willst, musst du nach neue Krebsing kommen. Also beeil dich, ich verkaufe es an den erstbesten Interessenten. Nein! Wenn ich den in die Scheren kriege, dann schwöre ich. Ach, ich muss ihm nach. Okay. Macht durchströmt dich. Den Angriff eines mächtigen Wesens, den du ohne Panzer ausführen kannst. Kostet auch wieder so eine Umami-Ladung. Okay, kostet 2 sogar. Aber sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann holen wir uns Level-Ups, Fähigkeits-Ups und ich würde tatsächlich nochmal den... Komm, wir gehen nochmal auf 2 Angriff. Let's go. Ich würde den Nebenboss probieren wollen. Jetzt mit 2 Level-Ups mehr. Plus... Hier nach Fähigkeit und allem. Oh, sein Geist pulsiert von Energie und der einzige Krebs freut sich auf neue Kräfte. Der hat Bock drauf. So, Sturzangriff, das wollten wir. So, kommt die größte Gefahr von oben oder von unten? Das ist natürlich eine Fangfrage. Eine Fangfrage, ja, ja, witzig. Jedes Beutel im Ozean weiß, dass es die größte Gefahr dort laut, wo man nicht hinsieht. Hoho. Cool. Thanks. Ja. Darauf habe ich doch Bock. Alles klar. Gut, unser Panzer, der zerbricht halt bald. Das ist ein bisschen uncool. Es fehlen genau 20 Kristalle. Die Frage ist, droppt dieser Nebenboss genau 20? Oder haben wir irgendwo noch was übersehen? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wir sehen's. Also wir haben 3 Werte auf Resistenz und 10 auf Angriff. Das ist schon echt nice. Aber ich hätte auch gern Leben, actually, ne? Und wir sollten die kleinen Viecher ausschalten. Der Angriff, der macht gar nicht so viel. Also ich habe echt nicht das Gefühl, dass da was Starkes dabei ist. Naja, wir probieren mal den Fight nochmal.